Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner Minecraft Tutorials. Heute soll es mal um den Flames Plains Mod für den Multiplayer gehen. Ja, ihr habt lange drauf gewartet und ich eigentlich auch. Also, ihr kennt ja sicher den Flames Plains Mod, für denjenigen, der es noch nicht kennt. Das ist einfach ein Mod, der enabled Flugzeuge ins Spiel. Das richtige Flugzeuge, mit denen man rumfliegen kann. Das sind zwar keine neueren, aber so der alten. Und ist einfach richtig cool. Und jetzt wurde das auch für einen Bucket-Server. Ja, Bucket-Server wurde das rausgebracht und funktioniert auch mit Bucket, habe ich schon ausprobiert. Geht 1A. Genau. Okay, ich müsste euch mal vorstellen, ich habe gleich einen Ordner gemacht, hier Server 1.7.3, Flames Plains Mod. Und zwar ist da jetzt ein ganz normaler Server drin, ist nichts mit, also nichts verändert worden. Wir haben brauchen für den Flames Plains Mod, für den Multiplayer, diese zwei RAR-Dateien, die ihr euch in der Videobeschreibung unter den Download-Links herunterladen könnt. So. Dann packen wir die jetzt erstmal auf den Desktop. So, und ja, und wenn ihr den also Server habt, auf dem ihr Flames Plains Mod drauf habt, dann muss jeder, der auf dem Server connecten will, braucht dann diesen Flames Plains Mod. Ich werde am Anfang des Videos, wird bestimmt unten hier ein Link eingeblendet sein, oder ich werde jetzt mal das ganze Video lang unten einen Link einblenden zum Flames Plains Mod. Da habe ich auch schon ein Tutorial gemacht, wie man es normal in Singleplayer enabled, weil den braucht ihr, um dann auf diesem Multiplayer-Server spielen zu können. Genau, also ihr geht in den Server-Ordner rein und öffnet die Craft Bucket mit WinRAR. Ja, genau, haben wir hier jetzt so. Und jetzt ist es eigentlich nicht schwierig. Also wir gehen auf Let's Plains, die Jar, dann einfach den Net-Ordner hier so rüberziehen. Tada! Und jetzt war das noch nicht alles. Denn hier sind noch einmal zwei Dateien, die müsst ihr beide hier in den Plains-Mod, also in euren Server-Ordner ziehen. Da wo auch die Craft Bucket und Plugins Ordner und sowas drin ist. Genau. Dann noch den Modloader MP. Da steht auch wieder Jar öffnen und die zwei Dateien einfach hier reinziehen. Und diesmal bitte nicht die Meta-Inf löschen, denn die wird hier gebraucht und die muss man nicht löschen und ja, genau. Alles klar. Jetzt können wir schon mal unseren Server starten und ihr werdet gleich sehen, hier werden viele neue Sachen kommen. Links. Genau. Oben kann man nochmal lesen. Lass mich doch mal runter, hoch. Hier, Modloader, Mann, lass mich. Modloader, Server Beta 1.7.3, Version 4, Initializing. Und jetzt hier die ganzen Sachen zum Plains Mod. Ja, ihr habt mich gefragt, kann ich nicht bitte mal so ein War Server Tutorial machen, also wie man auf dem War Server, also mit Vehicle Mod, mit Gun Mod, mit Plane Mod, mit Teams Mod. Ja, also das ist auch dann, wäre auch schon eine ziemlich große Sache. Und da würde ich eigentlich so gern so ein Special Event zu nehmen, heißt, wenn ich dann halt irgendwie so ein Abonnenten-Special oder sowas halt, heißt, ich brauche mehr Abonnenten, also, oder auch mehr, ja, genau, eigentlich nur Abonnenten. Das wäre eigentlich das hier das Wichtigste mit. Heißt, wenn ihr irgendwie Freunde oder so, keine Ahnung, dann einfach mal hier so zeigen oder so, dann, dass sie mich abonnieren, denn ist jetzt hier ein bisschen Werbung, aber muss jetzt auch mal sein, denn durch den neuen Channel habe ich auch ziemlich viele Abonnenten da verloren und das dauert auch ziemlich wieder lange, neue zu bekommen und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr so irgendwie ein paar Abonnenten anwerben könntet. Jo, dann würde ich dann auch nach entsprechender Zeit dann so ein War-Server-Tutorial machen. Dann halt, dass ihr euch so einen Kriegs-Server erstellen könnt. Ja, genau. Ich habe mir aus dem Hintergrund gerade noch zugerufen. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne einen Let's Play-Account machen. Ja, genau. Und einfach mal ein paar Let's Plays machen. Angefangen mit, ach, keine Ahnung, GTA 4 Geschichte oder auch, ich würde jetzt auch die neueren Sachen mal spielen, keine Ahnung, Skyrim würde ich auf jeden Fall spielen, MW3 werde ich auch auf jeden Fall spielen, also ich werde dann nur natürlich nur einen Singleplayer spielen, und so weiter, ja, ja, nur weil ich einen Singleplayer, nein, nur einen Singleplayer, weil Multiplayer ist ja doof. Genau, jetzt ist hier der Server fertig, ich habe schon wieder mit dem Hintergrund geredet und, ja, das werden wir uns gleich mal angucken in-game. Jetzt habe ich ein Vieh vom Gesicht. Weg da. Und jetzt, Minecraft starten. Wir loggen uns ein und ihr müsst ganz sicher in eurem Singleplayer, also ihr müsst den Plains-Mod in eurem Singleplayer drin haben. So, jetzt gehen wir auf Multiplayer, Localhost und connecten zu unserem Server. Los, 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 locker gehen. Na komm schon. So, liebe Freunde, sind wir schon in-game und ihr seht schon, ich habe ja aus Versehen schon mal was probiert. Erste Aufnahme ist schon mal ein bisschen gefailt, weil ich da aus Versehen mit dem Taser weiter aufgenommen habe. Kann ich aber jetzt eigentlich egal sein, weil jetzt geht's wirklich los und es lag hier gerade ein bisschen. Wegen Fraps, Camtasia und, ja, dem Server noch, den ich hier laufen habe.
Bisschen ist gut, das lag dir ziemlich derbst. Ja, davon entschuldige ich mich schon mal vom Voraus, ja. Und ich will jetzt eigentlich auch kein Flugzeug fliegen, ich will nur zeigen, dass es geht, weil hier ist viel zu wenig Platz und ich habe keine Lust, jetzt wieder wie bei der ersten Aufnahme voll durch die Gegend zu backen und dann irgendwie zu sterben. Ja, ihr seht schon mal, es funktioniert, man kann sich reinsetzen. Man kann hier das Inventar öffnen, man kann anzünden und so, aber ich will jetzt hier raus. So, ja. Ja, es backt jetzt hier gerade noch ein bisschen rum. So, jetzt. Jetzt geht's langsam wieder. So, wir nehmen uns mal einfach so ein Anti-Aircraft-Teil. Hier hin platziert. Dann nehmen wir uns mal ein paar Shells. Setzen uns hier rein und jetzt feuern wir einfach mal ein bisschen. Feuer frei! Das macht doch Spaß. Genau, hier sieht man nochmal, alles funktioniert 1A. Und, ja, genau. Weiter möchte ich euch hier auch nicht noch aufhalten. Ihr müsst ja alles selber ausprobieren. Das ist eigentlich auch total cool, wenn man dann so ein eigenes Flugzeug hat. Man muss halt noch schauen, dass man irgendwie die Garage in der es hat protected, dass kein anderer rein kann. Aber dafür gibt es genug andere Möglichkeiten und, jo. Genau, damit will ich euch auch nicht lange aufhalten und ich verabschiede mich hiermit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.